Philipp, die Woche beim VfB war wieder ereignisreich wie auch schon die letzten Wochen. Kannst du noch mal kurz erläutern, was ist diese Woche Wichtiges passiert beim VfB? Ja, ich hatte es ja so ein Stück weit letzte Woche schon angekündigt. Wer das letzte Video gesehen hat, dem ist vielleicht noch geläufig, dass es einiges noch an Personalien wahrscheinlich geben wird. Und genau das ist passiert. Am Samstagabend nach dem Spiel gegen Hertha BSC hat der Aufsichtsrat die beiden Vorstände Stefan Heim, Finanzen, und Jochen Röttgermann, Marketing, abberufen. Und zwar basierend darauf, dass eben die Ermittlungen von Ethikon rund um die Datenaffäre Dinge zutage gefördert haben, die das nötig gemacht haben. Diese beiden Herrschaften sind aus dem Vorstand abberufen, haben natürlich formell noch ihre Jobs, also sind weiterhin auf der Payroll sozusagen. Da wird sich wahrscheinlich aber in den nächsten Tagen und Wochen auch noch was tun. Also es ist gut möglich, dass man sich da wirklich trennt, also richtig trennt und nicht nur die Aufsichtsrats, die Vorstands Funktion eben nicht mehr gegeben ist. Dann haben am Sonntag gab es dann im Vereinsbeirat Veränderungen. Zuallererst ist der Vorsitzende Wolf-Dietrich Erhardt tätig geworden, hat seine Tätigkeit ruhen lassen. Die beiden Vereinsbeiräte Meintok und Bührer sind zurückgetreten unter Angabe von persönlichen und beruflichen Gründen. Dann hat der Vereinsbeirat wiederum reagiert. Das sind jetzt noch 5 Leute drin, haben einen neuen Vorsitzenden bestimmt. Das ist Rainer Wenninger, und einen neuen Stellvertreter. Das ist André Bühler. Diese beiden Herrschaften leiten jetzt sozusagen die Geschicke in diesem Gremium. Und dann gab es Rücktritte von Rainer Mutschler, Präsidiumsmitglied, und von Bernd Geiser. Innerhalb von 48 Stunden sind beide zurückgetreten, sodass im Präsidium nur noch Präsident Klaus Vogt eigentlich da ist. Wiederum wenige Tage später hat dann der Vereinsbeirat, der muss das laut Satzung, jemand entsendet in das Präsidium, damit das wieder überhaupt beschlussfähig ist. Da müssen also mindestens 2 Leute drin sein. Das ist Rainer Adrian, seines Zeichens bisher Aufsichtsratmitglied beim VfB, seit über 40 Jahren Mitglied, hat die Mitgliedsnummer 1070. Also der Mann ist schon sehr, sehr lange im Verein, hat früher für den VfB selbst gekickt. War Trainer, Co-Trainer, Profis, Trainer, zweite Mannschaft, war DFB U21 Nationaltrainer, absoluter Fachmann, große Expertise, langjähriges Mitglied und ein Herz mit großem rotem Brustring. Der ist jetzt also interimistisch bis zur Mitgliederversammlung im Sommer Präsidiumsmitglied. Und wie geht es denn jetzt weiter vereinspolitisch beim VfB? Ja, Mitgliederversammlung habe ich gerade schon angesprochen. Die war ja ursprünglich angekündigt oder angesetzt auf den 28. März. Aufgrund der Rücktritte im Präsidium hat sich Klaus Vogt gegen Bernd Geiser, als er noch im Amt war, durchsetzen können, hat diese Mitgliederversammlung, den Termin sozusagen, wieder gekippt und jetzt forciert, dass es eine große Mitgliederversammlung im Sommer geben wird. Wann ist noch nicht genau klar. Mitte Juni bis Mitte Juli ist angepeilt. Dann, wenn möglich, auch als Präsenzveranstaltung im Stadion oder zumindest als Hybrid, also dass Leute vor Ort sein können und eben Leute über online zugeschalten. Das ist der Wunsch. Und dann steht das Superwahljahr für den VfB an, denn es gilt, das Präsidium komplett neu zu wählen. Also auch der gesamte Präsidentschaftsbewerberprozess wird neu aufgerollt, neu angestoßen. Klaus Vogt muss sich neu bewerben. Weitere Bewerber können sich neu bewerben. Der Vereinsbeirat, das sind 9 Personen, müssen komplett gewählt werden, neu auch. Und das ist eben das große Event, was jetzt ansteht. Grundsätzlich hat es der VfB jetzt mal geschafft, dadurch, dass sich die Machtverhältnisse so ein bisschen verschoben haben, dass so eine Art durch die Rücktritte und durch das, was jetzt angeschoben wurde, so eine Art Break-Even-Point da ist. Das heißt, es geht jetzt wirklich nach vorne. Es wurden klare Entscheidungen getroffen, die wurden klar kommuniziert. Was weiterhin fehlt, ist die Aufarbeitung der Datenaffäre. Völlig transparent sollte die geschehen. Klaus Vogt hat sich diesbezüglich auch an die Mitglieder gewandt, die Tage, und hat gesagt, ich möchte, dass das vollumfänglich aufgeklärt wird und auch, dass es transparent für alle zugänglich im Netz beispielsweise steht. Da sind jetzt also noch Anwälte dran, die das klären, damit es rechtssicher vonstatten gehen kann. Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich ist es so, es ist ein Neustart irgendwo. Und jetzt geht es darum, das entsprechend auch zu verwandeln für alle Funktionsträger, Funktionäre, die der Club jetzt noch hat. Jetzt muss es nach vorne gehen, damit wieder Ruhe einkehren kann und damit auch mal wieder das Sportliche so ein bisschen im Vordergrund steht rund um diesen Club. Das war die letzten Wochen ja nicht so.
Du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben jetzt über die vereinspolitische Seite gesprochen, dabei die sportliche Seite noch nicht groß beleuchtet. Was gibt es denn auf der sportlichen Seite Neues beim VfB? Also zuerst mal ist natürlich die Mannschaft an sich zu nennen, die funktioniert, die macht gerade nicht mehr diese großen Entwicklungssprünge, die sie am Anfang der Saison gemacht hat, hat ein bisschen auch die Leichtigkeit, die Euphorie des Aufsteigers irgendwo verloren, hat jetzt 1-1 gegen Hertha gespielt, steht auf dem 10. Platz, Abstiegsränge sind noch nicht wirklich nahe herangerückt, also die Mannschaft kann eigentlich ganz in Ruhe arbeiten und dafür, dass sie das kann, ist auch eine Personalie ganz, ganz wichtig, das ist der Trainer. Der hat letztes Jahr schon eine Vertragsverlängerung bekommen und jetzt hat man vorzeitig sich nochmal um eine neue Laufzeit quasi geeinigt. Er wird bis 2023 einen Vertrag unterschreiben, beziehungsweise hat das an diesem Freitag getan. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet Kontinuität auf Entscheiderpositionen. Sportvorstand Missintat hat bis 2023, Rino Materazzo, der Trainer, hat jetzt bis 2023. Und diese Kontinuität auf Entscheiderposition ist ganz, ganz wichtig, dass eine Mannschaft eben auch sich entwickeln kann und erfolgreich sein kann, weil dazu bedarf es Ruhe und eben die gleichen Personen in den entscheidenden Schnittstellen. Und das ist gegeben beim VfB. So lässt sich also da, was das Sportliche angeht, recht zuversichtlich in die Zukunft schauen.